Was glauben Sie, kann Ihr Beruf bald schon von einem Roboter oder einem Computerprogramm erledigt werden? Viele halten das für Science Fiction, aber tatsächlich ist die Forschung schon sehr, sehr weit. Intelligente Maschinen arbeiten in vielen Bereichen heute schon schneller und genauer als wir Menschen. Schöne neue Arbeitswelt oder Horrorvision? Die Kontroverse Story von Fabian Mader und Ronja Dietrich. Maschinen sind nicht mehr einfach nur Maschinen. Sie holen auf bei der Intelligenz. Schon jetzt treffen sie häufig bessere Entscheidungen als wir. Die Frage der Zukunft lautet, muss der Mediziner der Zukunft noch Arzt sein? Aber geht es hier noch um Zukunft oder längst um die Gegenwart? Es ist so, dass wir im Bereich intelligente Maschinen sehr, sehr viel weiter sind, als der Konsument und der Bürger annimmt. Könnten Sie sich vorstellen, dass ein Roboter auch Ihren Job machen könnte? Als Stadtführer rein theoretisch schon, aber wirklich Angst habe ich nicht um meinen Job dabei. Na. Oder wollen Sie mit einem Roboter lieber geführt werden? Nein. Also habe ich nicht so viel Angst. Wir sind auf dem Weg dahin. Ich bin nämlich Dolmetscher. Und es gibt bereits Übersetzungsprogramme. Aber ob er auch denken kann, das ist die Frage. Und gerade im sozialen Bereich finde ich es eigentlich schon wichtig, dass man schon um Menschen gegenüber reden. 47% der Berufstätigen lassen sich höchstwahrscheinlich in 20 Jahren durch Maschinen ersetzen, sagen Forscher der Universität Oxford. Aber stimmt das auch? Nehmen Roboter den Menschen die Arbeit weg? Vieles, was heute Ärzte tun, könnten vielleicht schon bald intelligente Maschinen übernehmen. Karl Zierer hat Prostatakrebs. Er hat sich bewusst für eine Operation mit einem Roboter entschieden. Das muss passen. Also ich denke, ein bisschen Anspannung hat man immer. Aber da muss man jetzt durch, ne? Erst seit wenigen Wochen ist dieser OP-Roboter am Nürnberger Klinikum Nord im Einsatz. Das Endoskop auf die Zielanatomie richten und die Zielentaste gedrückt halten. Der Roboter zittert nicht. Er arbeitet genauer und schonender, als ein Arzt das mit seinen eigenen Händen könnte. Professor Pahernik steuert ihn über eine Konsole und einen 3D-Bildschirm. Die Robotertechnik ist ganz klar, dass es für den Patienten schonender ist, dass der Patient nicht so lange in der Klinik bleiben muss, früher entlassen werden kann, weniger Schmerzen hat, weniger Komplikationen hat. Also das ist mittlerweile völlig klar und deutlich belegt. Noch operiert der Roboter nicht alleine. Aber wenn Autos selbst fahren können, könnte das nicht auch ein OP-Roboter? Das autonome Operieren, da sind wir natürlich ganz weit weg. Und ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass das wirklich in den nächsten Jahrzehnten auch kommen wird. Ja, und man muss sagen, es passiert hier nichts, ohne dass der Operateur entscheidet, das, was gemacht wird. Andere Maschinen arbeiten selbstständiger und werden so zur Konkurrenz. Raphael Adam ist Konferenzdolmetscher. Sprechen und Übersetzen, das können Computerprogramme inzwischen auch. Als Apps immer dabei. Skype kann seit diesem Jahr Gespräche live übersetzen. Sind Dolmetscher damit überflüssig? Wir machen den Test und rufen einen Journalistenkollegen in Madrid an. Er spricht Spanisch, wir Deutsch. Hallo Javier, wie geht's dir? Hola, Vanya, ¿qué tal? Hey Vanya, wie wäre es mit? Also da hat es schon mal nicht ganz geklappt. Letzteres hatte nicht viel Sinn. Es ist wie eine Übersetzung von Google Translate. Was zu ihm übersetzt wurde, war sein Schatz, mein Schatz ist nicht hier oder so ähnlich. Das wurde sicher nicht gesagt. Allerdings, als er erklärt hat, dass er es nicht verstanden hat und wie es klang, nämlich wie Google Translate, das wurde sehr gut übersetzt. Javier, woran arbeitest du denn gerade? Ich arbeite als Journalist, der wieder beschichten, wie kann ich Einfluss der Vereinigten Staaten Lektionen hier in Spanien. Es gibt schon Fragmente, die funktionieren. Oder wenn man sich wirklich bemüht, sehr deutlich zu sprechen, dann werden kurze und einfache Sätze richtig übersetzt. Zum Teil. Je mehr oder weniger Arbeiten gab es eine Phrase, die ich überhaupt nicht verstanden, aber im Allgemeinen ist es genug verstanden.
Die Tatsache, dass so Übersetzungsprogramme und Apps immer mehr aufkommen, sorgt das auch irgendwie für Sorgen? Also ich mache mir da gar keine Sorgen. Denn wo wir arbeiten, also wo professionelle Konferenzdolmetscher arbeiten, das sind wirklich Situationen, wo es um viel geht und wo man sich wirklich hundertprozentig darauf verlassen muss. Und das ist bei diesen Apps einfach nicht der Fall. Noch sind einige Tätigkeiten für Maschinen zu komplex, um den Menschen ganz zu ersetzen. Doch die Rollenverteilung zwischen Mensch und Maschine wird gerade neu verhandelt. Umstritten ist, wie viele Jobs tatsächlich verschwinden. Wir haben wirklich in den letzten Jahrzehnten sehr viel Grundlagenforschung betrieben. Können Maschinen lernen? Können Maschinen Entscheidungen treffen? Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir heute Maschinen bauen können, die unter Unsicherheit sehr viel sicherere Entscheidungen treffen können als der Mensch selbst. Kann man Maschinen vertrauen? Und wenn ja, würden Sie einem Roboter Ihr Geld anvertrauen? Auf Plattformen im Internet ist es heute bereits möglich, sich einen Börsenroboter zu mieten. Now you can create your own trading algorithm, your own IQ robot. Das wollen wir ausprobieren, und zwar mit unserem privaten Geld. Kontoguthaben aufladen, echtes Geld, Mindesteinzahlung 10 Euro. Wir setzen also 10 Euro. Damit handelt nun ein Roboter selbstständig an der Börse. Später werden wir sehen, was er aus unserem Einsatz gemacht hat. Auch bei vielen Banken treffen die meisten Handelsentscheidungen nicht mehr Menschen, sondern intelligente Maschinen. Yvonne Hofstetter hat mit ihrer Firma selbst Algorithmen entwickelt. Tatsächlich muss man aber sagen, dass 70-80% des amerikanischen Börsenhandels komplett automatisiert sind. Und wenn Sie da als menschlicher Investor mitspielen wollen, muss Ihnen klar sein, Sie spielen gegen Maschinen. Maschinen zeigen keine Emotionen und sind nicht korrupt. Deshalb fordern Behörden mitunter sogar ihren Einsatz. Die Schweizer Investmentbank UBS musste nach Manipulationen Händler durch Roboter ersetzen. Können wir Maschinen also eher vertrauen als Menschen? Menschen müssen im Umgang mit diesen Maschinen ausgebildet werden und sie müssen lernen, diese Maschinen zu domptieren, wenn sie möchten. Aber nicht einfach sich zurücklehnen und zu sagen, ich verlasse mich auf die Maschine. Das wird nicht funktionieren. Da kommen wir in den Urwald. Wir haben in unserem Experiment die Kontrolle abgegeben. Vor 36 Stunden haben wir online einen Roboter beauftragt, eigenständig mit unserem Geld zu handeln. 10 Euro haben wir gesetzt. Mhm. 2 Roboter haben automatisch gehandelt. Mhm. Und jetzt werden wir mal schauen, wie viel davon noch übrig ist oder wie viel mehr es wurde. Oh! 0,31 €. Oh! Unser Roboter hat unser Geld verspielt. Also wenn das jetzt ein Mensch wäre, dann würde ich den kündigen. Unser Vertrauen in die Maschine wurde enttäuscht. Das Experiment mit dem Finanzroboter ging schief. An den Schaltstellen der Macht treffen Maschinen immer weitreichendere Entscheidungen. Aber können wir sie dabei noch kontrollieren? Treffen Maschinen bald Entscheidungen über Menschen? Entscheiden Maschinen bald darüber, ob wir bei lebensgefährlichen Krankheiten die richtige Therapie bekommen? Professor Hahn und seine Kollegen haben eine Software mitentwickelt, die Krebs erkennt. Gerade testen sie, wie ein Programm das Wachstum von Tumoren verfolgen kann. Aber können Computer das wirklich besser als ein erfahrener Arzt? Dr. Markus Lentschig ist Radiologe in Bremen. Er testet heute die Software. Ja, bin mal gespannt, was Sie mir gleich Neues wieder zeigen. Ja. So sieht er die Aufnahmen bis jetzt. Einzelne Bilder, die er manuell durchklicken muss. Nur so kann er erkennen, ob der Tumor gewachsen ist. Das dauert. Also da bräuchte ich jetzt mit Sicherheit irgendwas zwischen 15 und 30 Minuten. Tatsächlich, ja. Um die nebeneinander zu vergleichen und wirklich zu gucken, sind jetzt, ist ja auch noch wichtig, sind noch neue Metastasen dazugekommen oder sind das tatsächlich nur die alten, die größer geworden sind? Also hat die Therapie wenigstens verhindert, dass sich nichts Neues bildet. Die intelligente Software schafft das in gerade einmal 4 Minuten. Das ist ja das Ergebnis, ja, was ich haben möchte. Sagen, die sind
größer, andere sind kleiner vielleicht. Ja, wir haben ja oft auch unterschiedliches Verhalten. Und das ist ja das Wichtige auch in der Information für den Onkologen, wie die Therapie weiter zu fahren ist. Übernehmen also bald Maschinen die Diagnose und fällen Entscheidungen über unser Leben? Es geht also nicht darum, den Arzt zu ersetzen, sondern Systeme zu bauen, sodass wir bessere Entscheidungen in kürzerer Zeit treffen können. Aber die Maschinen könnten Entscheidungen treffen. Welche Entscheidungen wir der Maschine anvertrauen, ist wiederum unsere Entscheidung. Wie viel Macht wollen wir Maschinen über uns geben? Einige Firmen in Deutschland nutzen Roboter, die selbstständig Bewerbungsgespräche führen. Sie entscheiden mit, wer als Mitarbeiter in Frage kommt. Wir testen die Software. Damit Ihnen die Abgabe Ihrer Sprachprobe leicht fällt, fragen wir Sie beispielhaft nach einem typischen Sonntag. Ein typischer Sonntag, also wenn ich nicht arbeite, schaut bei mir so aus, dass ich versuche, erstmal ein bisschen auszuschlafen. Ein Roboter analysiert nicht den Inhalt, sondern die Stimme, Tonfall und Wortwahl und erstellt daraus ein Persönlichkeitsprofil. In 2 Tagen bekommen wir unsere Auswertung. Diese Münchner Lebensversicherung setzt die Software bereits ein, nicht um Bewerber auszuwählen, sondern um Stärken und Schwächen von Mitarbeitern zu analysieren. Bei Barbara Meyer hat der Telefontest ergeben, dass sie verbindlicher auftreten soll. Wenn man normal so einen Persönlichkeitsanalysebogen ausfüllt, dann kreuzt man was an und manchmal kreuzt man vielleicht auch ein bisschen das an, so von dem ich glaube, was gut kommen würde. Die Software bleibt dagegen immer objektiv. Nach wenigen Tagen ist unsere Auswertung da. Ein detaillierter Einblick in die Psyche, analysiert nach 200.000 Kriterien. Am Telefon werden uns die einzelnen Ergebnisse erklärt. Durch den Algorithmus wird ausgerechnet, welche von allen Ihren Eigenschaften, die vorher das System feststellen konnten, die 3 sind, die Sie in Ihrer Entwicklung am meisten fördern dürften und welche die 3 sind, die am stärksten Ihre Persönlichkeit jetzt im Augenblick beschreibt und auch ausmacht. Wenn ich jetzt bei mir anschaue, emotionale Stabilität eher weiter unten der Wert und Verträglichkeit auch, das ist dann ja aber schon ein sehr persönlicher Einblick jetzt für einen zukünftigen Arbeitgeber. Ja, und das ist auch, könnte sein, aber auch hier zählt ganz entscheidend die Interpretation. Für intelligente Maschinen gibt es viele Anwendungsmöglichkeiten. Wo ihre Grenzen sein sollen, müssen wir bald festlegen. Werden wir gut zusammenleben? Auch so könnte die Zukunft mit Robotern aussehen. Eine Fantasie. Ob sie jemals Wirklichkeit wird? Wie gut Menschen und Roboter zusammenarbeiten können, zeigen erste Pflegeroboter. Frau Ebner, ja, Sie möchten doch bestimmt etwas trinken. Ja, doch. Ein Schluck Wasser kann doch nicht schaden. Ja, da hast du recht. Prost, Nachbar. Prost. Prost. Bundeswehr-Uni München. Hier wird erforscht, wie sich Roboter und Menschen aneinander gewöhnen können. Studenten führen dazu Gespräche mit dem Forschungsroboter Josephine. Was isst du am liebsten? Curry. Ich mag am liebsten Pizza mit einer extra Portion Batterieladung. Hast du Geschwister? Ja. Noch funktioniert das nicht immer. Ja, Josephine. Ja. Ja. Das war's. Interessant. Ich habe einen älteren Bruder. Er heißt Franz Josef. Teilweise fand ich die Antworten ein bisschen eigenartig, so was machst du gern oder was für Musik hörst du gern? Ja, ist auch schön. Und by the way, dann so eine ewig lange Story, was er gerne macht. Also, ja, gut, ist eine Maschine. Wie sich herausstellt, haben wir bisher meiner Meinung nach stark unterschätzt, wie wichtig auch Sozialkompetenz ist, wenn Menschen tatsächlich Seite an Seite mit Roboter zusammenarbeiten sollen. Also,
Was heißt Puina? Puina, Mädchen. Zumindest mit medizinischer Software klappt die Zusammenarbeit schon gut. Das zeigt Luis. Er ist 11 Jahre alt. Ja. Als Kleinkind war er fast blind. Seine Sehleistung lag bei nur 20%. Die Wende bringt vor 3 Jahren die Software Katerna, die ihm Augenarzt Andreas Hug vermittelt hat. Luis spielt damit zu Hause, klickt auf Luftballons. Die Muster im Hintergrund schicken gezielte Reize. Sein Hirn lernt so, die Sehschwäche auszugleichen. Seine Sehleistung springt in nur 3 Monaten von 60% auf 100%. Wenn ich gemalt habe, habe ich den Stift zwar gespürt, aber ich habe ihn nicht wirklich gesehen früher. Und dann habe ich ihn immer besser gesehen, bis ich ihn ganz sehen konnte. Halt, umso mehr ich das Spiel gespielt habe und so. Im Kindergarten dachten Psychologen noch, Luis sei auf eine Förderschule angewiesen. Dank Softwaremedizin geht er heute auf ein Gymnasium. Kinderarzt und Investor Markus Müschenich hat Katerna mitfinanziert. Für ihn nur ein erster Schritt in die digitale Medizin. Die Ärzte, die sich nur über Wissen definieren, werden überflüssig. Die Rolle des Arztes wird eigentlich viel interessanter, weil das Thema Vertrauen ist das, warum man eigentlich Arzt wird, nicht weil man besonders viele Lehrbücher auswendig lernen möchte. Nicht nur für Mediziner gilt. Intelligente Maschinen werden unsere Arbeitswelt verändern. Es liegt an uns zu entscheiden, ob sie Partner bleiben oder zu gefährlichen Konkurrenten werden. Wir sind eins. ARD.